Ach, Manu. Okay, die bauen das jetzt hier ab, ne? Das abgebaut, damit das aufgebaut kann. Finde ich gut. Aber das mit den Ochsen finde ich blöd. Prozent Auslastung. Nicht so gut. Das mit der Belastung habe ich auch schon mal bekommen. Vielen Dank. Natürlich auch das so einstellen immer, ne, dass wir Schafe und Ziegen hochpushen, bis er sagt, ah, zu viel. Und dann können wir schön schlachten. Ey, dann kommen wir nämlich easy immer auf Leder und auf das. Doch, guck mal da, wir haben mehrere. Wir haben Weibchen und ein Männchen. Oh Leute, ich habe doch Vieh. Oh cool. Hat doch geklappt. Können wir nämlich gleich das hier so anklicken. Warte. Na. Okay, das ist natürlich blöd. Es ist dezent doof gemacht. Verwerte wieder. Wieder. So. So, wie sieht's denn aus? Einer fehlt noch, ne? Oha, das war... Okay, ja. Wir hatten dann noch einen auf dem Weg hier, oder? Da hinten. Mhm. Gut. Den noch, dann haben wir auch unser Begräbnis, unsere Begräbnisstätte ausgebaut. Entschuldigung, was passiert hier? Kann ich die einsperren eigentlich? Ja. Nee, kann ich nicht. Die rennen einfach raus. So, wir haben wieder 47 Leute. In der Regel bedeutet das, dass wir bald wieder Besuch bekommen von den Räubern. Aber erstmal kommt ein Händler. Wenn der Platz dann wieder nicht reicht, dann, also im Stall meine ich jetzt, ne? Dann schlachten wir wieder Schafe und Ziegen. So, was hast du denn für uns? Zeig mal hier. Er hat einen Esel für uns, aber eigentlich brauchen wir ja nichts. Sehr schön. Jetzt bleibt das hier alles über. Und jetzt können wir das dann hier auch ausbauen. Ich hoffe, darum kümmert sich auch noch jemand hier um den Stein. Wie sieht denn das momentan sowieso aus mit unseren Waffen? Speerer. Wir brauchen halt mehr Speere, also mehr Kupfer als Feuerstein.
Das dauert aber, glaube ich, noch ein bisschen. Die Herstellung ist ja nicht ganz so sick. Oh, guck mal, sieht gleich viel besser aus. Schön groß, wie das ist. Sehr gut. Das Haus da nervt mich nämlich. Das triggert mich richtig. Ich würde dann das Wohnhaus... Ist das schräg? Ja. Warte. So hinsetzen. Damit das gebaut wird und das wird wieder verwertet. Und das bitte auch wieder verwerten. Jetzt haben wir auch dann viel mehr Milch, ey. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Wenn die das hier fertig haben, werde ich das hier wegmachen und hier wahrscheinlich auch ein Haus hinstellen. Ja, 48 Leute, das wird gleich. Oh, das ist schon Maximum, glaube ich. So, sehr schön. Jetzt wird als nächstes die Bronzezeit kommen, ne? Aber erstmal denke ich, lasse ich das hier so ein bisschen gerade laufen. So, als nächstes würde ich wahrscheinlich... Achso, warte mal, nee, können wir noch gar nicht, weil uns fehlt hier noch ein Steinchen. Das da schon auf dem Weg ist, sehr schön. Kann ich heute die Dinger hier mal abreißen? Unsere Holzhaufen. Ja, wie machen wir das hier? Viel mehr Platz auch zum Beten hier. Die Leute. Viel besser. Ich meine, im Prinzip steckt doch. Oder? Holz und Stein und sowas steckt es nicht hier drin? Eigentlich habe ich eh nie genug davon, aber... Ach lol, guck mal, stehen die Esel da dran und warten dann, dass die benutzt werden. Ja lol. Okay, warte, hör mal auf hier. Schlitten zu produzieren, bitte. So viele Esel haben wir gar nicht, ey. Haben die jetzt dieses Jahr Gerste produziert? Kann ich irgendwo nachschauen? Oh, super. Ja, das sieht ja gut aus. So, ich werde jetzt mal im Stall schnell für den Winter... Ja, ich weiß. Darum Schlachtenszeit. Es muss wieder geschlachtet werden. Die schaffen das nicht mehr alles wegzuräumen hier. Auch Kupfer nehme ich. Nimm dir auch die Angeln ab. 55 Spitze haben. Schau mal, ich habe richtig viel Wolle für dich. Hier. Kannst ja Pulli stricken. Das Kupfer nehmen wir mal direkt. Holzkohle hat da, glaube ich, keine dabei gehabt. So, Holzkohle läuft sowieso so lala. Liegt jetzt, obwohl hier sehr viel Holz rumliegt. So, dann werden wir das jetzt mal hier wegnehmen und sagen, dass wir eine Hütte jetzt hier hinbauen. Hütte kommt dahin.
ist gerade jemand drunter, den will ich da jetzt nicht rausschmeißen. So, Schafe und Ziegen werden gerade wieder... Schafe, die gehen aber auch, ne? Die gehen aber auch ran, du.16 Ziegen haben sich eine Krankheit zugezogen. Ja, Lego Mio. Das wird der Witz sein. Entschuldigung. Geht und holt folgendes Bogen. Ja, ich weiß, dass wir nicht genug Platz haben. Ich bin ja schon am Schlachten. So, dann. Achso, warte mal. Ja. Ich lasse sie mal da drunter, dass sie sich ausruhen können. Dann verwerten wir die Hütte wieder. Obwohl, eigentlich kann ich die direkt rausschmeißen. Scheiß drauf. Sind genug Hütten da. Oh mein Gott. Die Ziege. Sie humpelt. Nochmal kranke Milch abzapfen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Hoffentlich entwickeln sich meine Ochsen auch weiter. Funktioniert das da hinten nicht, habe ich das Gefühl. Ich hätte aber auch dann nur Männchen dabei, ne? Schon krass. $156 für einen Ochsen, ey. Kriegst die Tür nicht zu, ne? Geschäft seines Lebens. Aber was ist hier mit meinen Eseln? Die habe ich auf 10, ne? Sind das hier hinten nicht richtig? Vielleicht ist das dann doch zu viel, das Gute. Da unten. So, das kommt noch dahin. Ja, jetzt muss ich hier mal schauen, wie ich das mache, ne? Oh. Mhm. Kann ich das so draufbauen, oder was? Ja, das sieht auf jeden Fall gut sinnvoll aus gerade. Ja, wegreißen. Ja, lückenhaftes Bauen nenne ich das. Läuft auf jeden Fall richtig gut.
Ich muss die Steine wegsammeln lassen. Oh, halt. Ich lasse halt hier 4 Leute schnell absammeln. Das ist echt ein bisschen gut gemacht. Finde ich. Oder gehe ich einfach hier oben lang? Kann natürlich auch einfach hier oben lang gehen. Ne? Ich wollte halt so eng wie möglich irgendwie dran vorbei. Aber gut, dann haben wir halt Steinvorkommen bei uns drinne. Oh, wurscht. Ich kann doch hier alles auf einmal abreißen. So, was habe ich denn aber... Ja. Wie mache ich das denn dann? Hier so? Oh. Na, jetzt nimm doch hier. So. Kriechen das jetzt hier elegant lang? Stückchenweise. Das hat eine Lücke. Muss ich da einen Turm da hinstellen oder so? Ja, was willst du machen? Hihi, wie sieht das denn aus? Was haben wir denn hier? Wir haben Sommer. Dann können wir das Tierlimit wieder höher setzen. Gut für Fleisch. Das sieht so bescheuert aus, ne? Aber gut. Irgendwie bauen die das ja sonst nicht ab. Ich weiß nicht, ob wir mehr Holz... Also ich vermute, wir brauchen mehr Häuser. Deswegen, ich überlege gerade, wie wir das hier machen. Habe ich nicht... Kann ich nicht auch hier rüber? Messer nehme ich dir sogar ab und gebe dir dafür die normalen Messer. Damit die endlich die Kupfermesser benutzen. Die Dullis. Belastung ist hoch, weil wir schon wieder bauen. Wie die bekloppen. Ah, guck mal, da passen jetzt 10 Tote rein. Ich würde die hier gerne weghaben. Jetzt überlege ich... So,
jetzt überlege ich. Was immer so dazwischen stehen, ob wir da einen Baum dazwischen machen oder irgendwas, was Nutzen hat dann. Damit das nicht so aneinander gequetscht aussieht. Kann natürlich auch immer so ein. Dass wir dann sagen, Lager, da machen wir dann hier, weiß ich nicht, hier einmal so ein. Das geht dann automatisch gar nicht mehr, okay. Okay, dann machen wir das so hier. Weil eigentlich würde ich gerne so hier rumbauen. Dass der Steinkreis dann in der Mitte davon ist, das wäre halt richtig nice. Können wir nämlich dann hier noch ein Wohnhäuschen hinstellen. Vorausgesetzt, da wäre kein Baum. Das wird jetzt unser neuer Holzhaufen, deswegen können wir den wiederverwerten. Holz ist bei uns sowieso ständig weg und dann können wir hier auch ein Aufgabengebiet machen mit Sammeln. Rein theoretisch. Oder? Können wir das hier nicht machen, weil das automatisch gesammelt wird. Okay. Na dann. Das sieht hier nämlich echt so aus, als wenn das nicht bearbeitet wird, weil das entweder ist das zu viel für. Also wisst ihr, ne? Machen wir hier direkt die Schatten dicht und Alarm. Schon wieder von hier. Nee, nee, nee. Mein Freund. Du gehst direkt rein. Los, runter mit dir. Los, runter mit dir. Oh fuck, unser Esel. Hallo? Wie sie sich auch überhaupt nicht bewegt haben. Schon wieder mein Tor down. Und schon wieder mein Tor. Ach, Mann, nee. Also, weißt du. Ich muss mir hier echt was einfallen lassen. Ständig ist hier mein Turm kaputt. Staub sagt der. So, warte mal, wir haben da einen Turm. Kommt jetzt hier auch ein Turm hin. So. Zeige ich euch. Läuft das hier. So, wir haben jetzt auf jeden Fall viermal mehr Platz als vorher mit diesem Dolmen. Ich würde wahrscheinlich auch noch einen Dolmen genau auf die andere Seite bauen und dann direkt darum dann diese Wohnungen noch ziehen. Ich muss das, ich schieb das dann alles hin und her, aber im Prinzip sollte das passen. Wenn wir dann jetzt nämlich sagen, wir nehmen dann hier so ein nee, warte. Begräbnis. Oh, es gibt auch ein Steinmal, ne? Was kann ich hier an. Doch hier. Naja. So, da kommt das dann nämlich hin. Und wir können mal eben schauen. So, den schon mal für den Transport vorbereiten. Da ist ein Megalith und da ist auch direkt einer. So. Dann haben wir nämlich direkt auch welche. Zinn kann ich noch nicht machen. Oder? Nee. Nee, das kommt erst alles noch.
Also wenn sie gleich wieder meckern, dass wir zu viel Vieh haben. Können wir da schlachten. Aber ich glaube, das sieht noch gut aus gerade. Das Kupfer. Jo. Passt. Böhre, Birke, Gewin, also Kirschbaum. Ja, das wird also wirklich automatisch abgebaut. Cool. So, das nehmen wir jetzt mal hier weg. Das nervt ja. Wir müssen auf jeden Fall hier hinten. Türmchen hinstellen. Ich muss sowieso mal später gucken, wie wir das machen dann. So, der wird aber noch nicht abgebaut hier anscheinend. Winter überlegt. Wir könnten die Bronzezeit freischalten, aber ich weiß nicht, ich bin dann momentan noch eher, ich würde mir hier gerne noch diesen ganzen Kupfer und so. Ich möchte ungern hier mit Feuerstein oder Knochen antreten, ehrlich gesagt. Ich würde auch das Ding hier gerne abreißen, aber ich weiß halt nicht, ob das so gut ist, die Idee. Das Schöne ist natürlich, in Bronzezeit können wir die Mauern in Stein umwandeln und alles. Aber ja. Ne? Jetzt bau doch endlich diese Kacksteine ab. Ey, ist das nervig. Altes Weibchen. Vieh bringt uns natürlich noch mehr, aber ich glaube, die sind ein bisschen faul hier. Altes Vieh, altes Männchen, altes Weibchen, die sind irgendwie ein bisschen faul. Oder die haben Kiddies, die ich schon wieder nicht sehe. Kann ich auf jeden Fall mal wieder runtersetzen, würde ich sagen. Und dann. Oh, ist die Birke jetzt mal fertig hier? Die ist jetzt. Obwohl, nee, warte mal, die können wir abbrechen, brauchen wir gar nicht. Ich wollte da hier eh ein Wohnhaus haben. Das kann ich aber anscheinend. Hier. Da klappt das. Schade. Unser Holzvorrat ist ständig aufgebaut, ne? Ständig.
Gehütter, Getreide, ne. Das haben wir ja alles schon. So, dann machen wir hier nämlich... Warte mal, das war jetzt Stein, ne? Ja, dann nehmen wir jetzt wieder... wahrscheinlich nehme ich jetzt hier als Produktion... Einmal sowas hier. Ich würde das mal hier wiederverwerten. Händler ist angekommen. Nimm mir das Holz ab. So, warte mal, ich wollte jetzt dazwischen. Stellen wir so rum. So, dann wird das nämlich wiederverwertet. Wir haben auf jeden Fall ein Häuschen mehr eigentlich. Hier hinten muss noch ein Turm hin. Hat's geklappt, ja. Das kann ja alles weg. Der Megalith dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich muss halt die Türme bauen, ne? Das bringt ja nichts. Direkt ans Tor mal hinstellen. Wir können die Eiche hier noch mitnehmen. Genauso wie die Fichten hier. So, jetzt ein bisschen Platz machen. So. Ja, das läuft hier so lala. Sturm. Oh, warte mal. Ich habe die Gäste hier gar nicht abgerissen. Muss ich noch wegmachen hier. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir hier weiter ausbauen, wa? Macht es gut.